Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Im letzten Part haben wir schon mal eine Big Sister besiegt, wie man hier sehen kann. So, wir haben jetzt auch das Abfackelplasmid, das heißt, wir kommen weiter. Verdammt, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin müssen. In die Richtung. Verdammt, verdammt, verdammt. Hier sind noch ein paar Sachen, die wir uns holen können. Wie ein Tagebuch. James war der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Und jetzt ist es, als wäre er niemals nach Rapture gekommen. Er hörte mich im Limbo rumsingen und kam an ganz schüchtern. Er hörte gerne Songs darüber, wie es wirklich ist, in dieser Stadt zu leben. Ich glaube, er hat versucht, Leute gegen Ryan aufzuwiegeln. Und jetzt ist er weg. Und ich bin hier und singe, erhebe dich, Rapture, steig auf. Und habe eine Höllenangst, dass sie mich auch abholen. Tja. Das heißt, wir können jetzt mit der Bahn hier weiter. Ausgezeichnet, alter Junge. Du bist ja ein echter Glücksfall. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Was meint er mit, er kommt und springt rein? Das heißt, er lässt uns jetzt einfach hier alleine zurück. Ich sehe einem Mann gern in die Augen, wenn ich ihm mein Wort gebe. Wir beide, Kleiner, werden's weit bringen. Hey, Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Aber nein. Du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Lam hat auf uns gewartet. Schieß und starte die Bahn. Verfluchtes Bleißer. Bevor wir da allerdings starten, will ich noch schauen, was bei ihm im Raum noch so alles rumliegt. Andrew Ryan. Der hielt den freien Markt für eine Art Gott, der uns alle über den Regenbogen ins Paradies führen würde. Ich hingegen halte den freien Markt für eine fette Hure, die Gold nicht von falschen 50ern unterscheiden kann. Und so wurde der gute alte Andy zu seinem eigenen Gespenst. Und ich habe falsche 50er gedruckt, bis ich Geld hatte wie Dreck. Okay. Ja, wir haben, glaube ich, alles erledigt. Hier gab es ja nur eine Little Sister. Das heißt, wir können weiter. Ich wollte gerade sagen, stößt jetzt die Decke ein oder so. Aber so wie es aussieht, ist das Spiel ein bisschen kürzer als wie der erste Teil. Wir werden sehen, wie lange es wirklich geht.
Okay. Versucht uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt. Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Finde sie. Besorg den Schlüssel. Tja, wissen wir zumindest mal, was unsere nächste Aufgabe ist. Gleich war hier nicht. Da war eine Karte. Es ist halt sehr seltsam, dass wir schon bei der dritten Station sind von insgesamt fünf. Ja, deswegen mal schauen, wie lange das Spiel noch geht. Okay, hier ist ein zerstörter Big Daddy, oder besser gesagt ein begrabener Big Daddy. Tja. Eigentlich? Nee, geht nicht. Ich wollte schauen, ob wir hier auch schon Little Sister so rufen können. So wie wir es am Schluss vom ersten Teil machen konnten. Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück? Und willst mich auch holen? Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atmer röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Okay. Kommen wir jetzt zu Eleanors zweiter Mutter oder so? Nachdem ja die Lamp gesagt hat, dass sie die Mutter von Eleanor ist. Und wir haben Big Daddy. Der Big Daddy. Ich hab doch gerade noch die Little Sister gehört. Aber ich höre hier auch wieder eine Kamera. Lassen wir mal den Big Daddy gegen die
ganzen Botter kämpfen. Ah, hier ist auch noch ein Ding. Slots. Egal, ihr wisst, was ich meine. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Mensch, das gibt's doch nicht. Hören doch rumtrampeln. Verdammt, wir haben schon wieder keine Munition. Verdammt. Ich sollte mich nicht immer mit den Big Daddies anlegen. Gerade wenn ich keine Munition habe. Ah, hier kam eine Gamebank. Ist auch endlich mal gut, denn wir haben ja noch zwei Sachen, die wir jetzt blöderweise nicht mit dran hatten. Jetzt hat sich auch alles verändert. Denn beim ersten Teil war es ja so, dass man für jedes einzelne Ding eigener Slots hat. Hier hat man nur noch einen großen Slot für die meisten Sachen. So, erstmal wieder ein bisschen Munition und dann Big Daddy töten. Außer er wirft uns eine Granate mitten ins Gesicht. Spiel, danke, dass du meine ganze Munition verschwendest. Wo ist der Weg, der jetzt hin? Kein Geld, dass wir irgendwo Heilung herbekommen könnten. Verdammt, verdammt, verdammt. Wie ging das nochmal am besten? Ich glaube, mit Elektrobolt konnte man die ja lähmen für kurze Zeit. Das wäre noch eine Idee. Ah, verdammt. Ich hoffe, wir kommen nicht so schnell nach. Hier ist wieder ein Gathering Garden. Ah, wir haben sogar noch 40 Adam irgendwo herbekommen, scheinbar. Ja, die meisten Sachen kennen wir ja noch aus dem ersten Teil, die man hier kaufen kann. Geht sonst jetzt Upgrade, erstmal reindonnern. Ich will ihm jetzt die. Wow. Sagen wir mal hängen geblieben an der Kante. Darf normalerweise auch nicht so einfach passieren.
Komm zur Kamera. Hol schön die Sicherheitsbots. Und wir haben eine neue Waffe. Eine neue Waffe, die viel zu stark ist. Verdammt, wir müssen jetzt einfach durchlaufen. Ich bin mitten in die Granate wieder reingelaufen. Das gibt's doch nicht. Schon. Ist er endlich tot? Ja. Daddy, du rettest mich immer vor den Monstern. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen Adam sammeln. Komm, Daddy, wir sind gleich da. Okay, wo ist das Adam? Ah, da ist die Leiche. Okay, wie sieht's gerade aus mit unseren Waffen? Schon wieder mal nicht so gut. Ich sehe auch gerade, dass der Part wieder zu Ende ist. Lasst wie immer eine Wertung da. Ich würde mich darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part von Bioshock 2. Ciao.